Armin Körper in Auschwitz. Werden denn die Überlebenden heute noch mal erzählen von dem, was sie in Auschwitz erlebt und erlitten haben? Was ist geplant? Genau, das ist ein sehr besonderes Gedenken in diesem Jahr, denn es ist, wie Sie schon sagten, wohl das letzte Mal, dass die Überlebenden so zahlreich hier vertreten sein werden. Deshalb will man bei der zentralen Gedenkveranstaltung, die ab 15.30 Uhr hier im ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau stattfindet, dort will man einzig und allein die Überlebenden, die letzten Überlebenden zu Wort kommen lassen. Erwartet werden etwa 100 von ihnen, außerdem internationale Delegationen und Staatsgäste, darunter aus Deutschland Bundespräsident Joachim Gauck, Frankreichs François Hollande und das niederländische Königspaar Willem Alexander und Maxima. Aber all diese Staatsgäste sollen schweigend an dem Gedenken teilnehmen. Ein letztes Mal, einmal noch, will die Welt heute nur den Stimmen von Auschwitz zuhören. Das heißt, es gibt keine politischen Reden. Die Staatsgäste finden sich im Prinzip eher in der Rolle der Zuhörer wieder. Warum hat sich das Auschwitz-Museum als Gastgeber für diese eher unpolitische Form entschieden? Naja, man muss sagen, man hat das Ziel verfolgt, dieses Gedenken zu entpolitisieren und wollte hier kein Forum für politische Reden geben. Das Ganze steht natürlich vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts, dieses neuen Ost-West-Konflikts, der Polen sehr bewegt, in dem die Polen sehr Anteil nehmen an dem Schicksal der Ukraine. Und man hat hier offiziell eben gesagt, man will keine politischen Reden. Inoffiziell muss man sagen, dass seit einem Jahr hier schon eine Debatte geführt wurde, wie man es anstellen kann, Wladimir Putin hier nicht in Auschwitz zu empfangen. Das ist natürlich relativ schwierig, weil ja, wie wir wissen, die Rote Armee der Sowjets das Lager heute vor 70 Jahren befreit hat. Man hat es also so gemacht, dass nicht der Staatspräsident eingeladen hat, sondern das Museum. Man hat nur die Information an die betreffenden Länder gegeben, dass diese Veranstaltung stattfindet. Aus Russland hörte man eben im Nachhinein, man sei nicht eingeladen worden, Putin sei nicht eingeladen worden und würde deshalb nicht daran teilnehmen. In der letzten Woche hat der polnische Außenminister dann noch eine Debatte begonnen. Es seien ja gar nicht Russen, sondern Ukrainer gewesen, die in der Roten Armee dieses Lager befreit hätten. Präsident Komorowski hat sich darauf nochmal bezogen, es sei nicht die Aufgabe jetzt der Polen, diese Rote Armee irgendwie zu differenzieren, sondern man sei natürlich jedem Mitglied dieser Armee dankbar für die Befreiung Auschwitz. Aber am Ende muss man sagen, der Versuch, dieses Gedenken zu entpolitisieren, hat eigentlich zu einer großen politischen Debatte geführt. Und man muss auch sagen, dass die Chance, dass die Welt noch einmal zusammenrückt vor dem Schrecken von Auschwitz, heute hier vertan wurde. Also doch einige diplomatische Verwerfungen auch im Vorfeld dieses Gedenktages, der Ukraine-Konflikt, der diesen Tag überschattet. Aber kann man davon ausgehen, dass vielleicht auch die Regierung in Warschau die Teilnahme Putins unbedingt vermeiden wollte, vielleicht auch aus innenpolitischen Gründen? In Polen wird ja noch dieses Jahr gewählt. Ja, man muss ganz klar sagen, es war das Ziel, es irgendwie hinzukriegen, dass Putin hier nicht teilnimmt. Und ich muss sagen, meine persönliche Einschätzung ist, dass das relativ kleingeistig war. Man hätte eben die Chance gehabt, auch Putin hier vor den Krematorien von Auschwitz die Hand zu reichen, um ein Zeichen zu setzen, dass die Welt vor diesem Schrecken zusammensteht. Und daraus kann man ja auch die Verpflichtung für die Gegenwart und Zukunft ableiten. Diese Chance hat man nicht ergriffen. In Polen ist die Stimmung im Moment doch so antirussisch in Zeiten dieser Ukraine-Krise, dass man dazu einfach nicht bereit war. In Deutschland ergeben Umfragen ja immer wieder eine erschreckende Unkenntnis über den Holocaust. Jeder Fünfte unter 20 Jahren hat noch nie von Auschwitz gehört. Wie ist das in Polen? Ist Auschwitz dort so etwas wie Bestandteil der nationalen Identität? Also ich glaube schon, dass es das ist. Insgesamt muss man sagen, das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg wird in Polen sehr wach gehalten. Auch Geschichtsunterricht spielt in den Schulen eine deutlich größere Rolle, als das in Deutschland der Fall ist. Und die Erinnerung an die Vernichtungslager der Deutschen auf polnischem Territorium, die wird hier sehr wach gehalten. Es ist ja nicht nur Auschwitz, Majdanek, Treblinka. Das ist schon sehr präsent hier. Und ich glaube, das Wissen darum und das Bewusstsein ist wahrscheinlich größer, weil natürlich Polen sich auch als Folge des Zweiten Weltkriegs bis heute eigentlich als eine Opfernation definiert. In gut einer Stunde beginnt in Auschwitz die Gedenkfeier für die Opfer und auch die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz. Armin Körper, vielen Dank für diese Informationen dorthin.